Ich finde es, Hey Kinners! Was geht bei euch ab, Heute nutze ich mal die Webcam. Fanart, los geht's. Das ist das Einzige, bei dem ich mir nicht mehr genau sicher war, von wem das war. Ob das jetzt von Akim war oder von LPV. Ich glaube, es ist von Akim. Das ist ziemlich schick, das hat schon was. Ich habe halt früher viel mit Totenköpfen zu tun gehabt, weil ich sie gerne gegessen habe. Ich heiße Killer 13 und mein Totenkopf-Symbol ist jedem bekannt. Und deswegen wurde eben dieses T-Shirt erstellt. Es sieht schon echt nach was aus, auf jeden Fall. Es sieht auf jeden Fall nach was aus. Die Schrift ist auch cool. Im nächsten Bild können wir, ich nehme an, den Gustl sehen, ja. Finde ich richtig cool. Das ist von Akim, das hat Akim gemalt. Es sieht richtig, richtig schick aus. Mr. Russian Comedy Germany. Ich finde es, es greift mich schon ein bisschen, oh. Ja, wenn ich das mal ganz offen sagen darf, es greift mich schon ein bisschen, oh. Aber ich find's super. Gustl ist völlig überzeugt von dem Bild. Ich find's auch geil. Ich find's echt richtig, richtig cool. Dann haben wir hier auch noch was von Akim. Killer 13 Totenkopf. Also ja, wie gesagt, die Totenköpfe waren schon immer Teil meiner selbst. So, dann haben wir das hier. Das ist von Daniel. Auch ein sehr schickes Bild. Wie natürlich eben, ja, mit Totenkopf, ne? Es waren generell eben schon diese T-Shirt-Ideen. Wobei es ganz wichtig ist dabei, dass die Rechte zu 100% bei euch sind, beziehungsweise zu 100% auf mich übertragen werden. Weil ich kann nicht irgendwas hochladen, was ihr vielleicht von irgendwo geklaut habt oder so. Oder genommen habt. Ja? Das wird dann schwierig. Und dann haben wir hier noch was von Daniel, was ich richtig cool finde. Magie. Also ich finde, das ist wirklich... Da hat er sich wirklich angestrengt, oder? Ich sehe irgendwie aus wie Stefan Raab oder so ein bisschen. So voll das kantige, eckige Gesicht. Ich hätte gern so ein Gesicht. Echt richtig, richtig cool aus. Was steht da links? Marihuana? Marot. Mr. Donkey. Da steht Mr. Donkey, oder? Ich habe es gerade noch so erkennen können. Richtig cool. Ich nehme mal mit Wasserfarbe oder sowas, oder Aquarelle oder so. Echt schick. Dann haben wir hier von Dommy O oder Dom Yo. Wir haben zwei Bilder. Diese hier, die beiden. Also einmal in weiß und einmal eben das Ding eingefärbt, die Schrift. Finde ich richtig geil. Ich habe es jetzt sogar als Hintergrund bei mir eingestellt. Also als Kanalbanner. Ich werde da noch mein Face irgendwo hinmachen. So rechts da vor die AWP oder sowas. Durch eure ganzen Dinge, zum Beispiel eben durch das hier, werde ich selbst immer klarer in dem, was ich will. Immer wenn mich jemand gefragt hat, was willst du denn haben als Banner oder als Logo oder als Maskottchen, dann sage ich immer, ich weiß es nicht. Gefällt mir schon sehr, sehr gut. Es sollte nur nicht komplett Counter-Strike sein. Das Bild hier, leider habe ich dazu keine Angaben mehr. Aber ich glaube, Smash war das von dir. Oder es war von Alexei. Mit Schwarz und Gelb, so ein bisschen wie bei der Biene. Obacht, ne? Also es fällt schon ins Auge. Gefällt mir. Blau ist nicht so ganz meine Farbe, dieses Hellblau. Da bin ich dann doch eher der grüne Typ. Ob das aber dann so in diesen Farbdreiklang mit reinspielt, da weiß ich nicht genau. Aber ist doch gut, ne? Dann haben wir hier von Alexei die Dummbabbler. Also ich nehme an, für die Community eben ein gezeichnetes Namenslogo. Finde ich sehr, sehr schick. Vor allem eben wirklich von Hand gezeichnet, was ich immer besonders gut finde. Ich habe das überhaupt nicht drauf, von Hand zu zeichnen. Und wenn das eben jemand macht, wenn sich jemand hinsetzt und sowas macht. Auch wieder von Alexei DDB, also der Dummbabbler. 7.6.2012, da kann man mal sehen, es ist schon weit über den Monat her. Natürlich ist, wie immer, da auch der Gedanke dahinter, der diese umgedrehte Dreiecksform, das Dreieck, Pyramide, die auf der Spitze steht, was Dynamik bringt in die Ecken. Ja, ich kann einfach nichts anderes dazu sagen, ne? Ich find's gut. Dann haben wir noch von Havolex hier ein richtig geiles, ich nehme mal an, Logo. Es soll eigentlich, oder es soll so ein bisschen ein Logo sein? Warte mal, die Cam, dass ich da verrutscht oder was? Was ist denn da so? Was ist denn da? Dummbabbler mit den AKs da zur Seite, natürlich ultra global, wie ich es eben bin. Also da, Herflex hat einfach den Durchblick, verstehst du? Den Durchblick. Auch wenn ich noch kein Global bin, weiß er, dass ich in Zukunft die Globalschaft anführen werde. Und zwar hiermit. Wow. Die Verwendung der Farben ist auch richtig edel und ist natürlich stark an Counter-Strike angelehnt. Schick, schick, schick. Hier habe ich noch ein paar Sachen von LP Falken, da hat er mir einige Kanalbanner gemacht. Die habe ich auch so genutzt, ich glaube, das hier habe ich genutzt oder das, ne, ich habe das hier die ganze Zeit drin gehabt, jetzt habe ich es ja gewechselt. Die haben mir auch sehr, sehr gut gefallen, vor allem, welches war es denn? Das eine, das mir am besten gefallen hat, habe ich irgendwie verloren. Da war eins mit schwarzem Hintergrund und schwarzen Sternen. Naja, hat mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gefallen, ich habe es doch lange drin gehabt. Vor allem dieses, das hier in der Mitte, dieses, der Dummbabbler mit diesen Pinselstrichen oder was ist das außenrum, fand ich extrem nice. Dann habe ich hier noch von LP Grafter ein Pixel-Logo bekommen, ein Pixel-Bild, das finde ich richtig nice. Hat mich direkt an Minecraft erinnert, also wenn man sich die eigenen Figuren macht, finde ich wirklich sehr, sehr cool. Habe ich blaue Augen? Alter, ich habe blaue Augen. Grün, oder? Grün, blau, grau. So ein braun-grün-grau. Aber schon noch grau. Na, woher ist es? Dann haben wir hier noch von Nigitron, das habe ich schon mal verwendet. Ein Fanart, das bin ich als Krieger bei Clash of Clans. Sehr schick, auf jeden Fall. Die hat's echt drauf mit dieser ganzen Malerei und Zeichnerei-Geschichte und wie man das eben auch nennen mag. Ne? Ich sehe immer mal wieder auf Facebook, wie sie da irgendwelche Bilder gemacht hat von sich selbst oder wie auch immer. Schick.
Major ist schick. Dann haben wir hier noch eine T-Shirt-Idee von Ostsachsen-LP. Sieht ziemlich geordnet aus, sage ich mal. Wobei das natürlich auf dem T-Shirt auch Sinn macht, ne? Der Dummabler, nicht nur blöd schauen, komm in die Community und du erlebst viel Spaß. Also dann auch nochmal direkt vielen Dank an dich, dass du das so siehst, dass es bei mir viel Spaß gibt. Und eben hinten auf dem Rücksitz. Und hinten eben nochmal die Links, wobei ich glaube, Links sind nicht so passend auf dem T-Shirt. Ich weiß nicht, ob ich den Schriftzug gewählt hätte. Das sieht so nach Word aus. Also ich meine, ich nehme an, du hast generell alles in Word gemacht. Vielen Dank an dich für dieses schicke T-Shirt-Design. Und jetzt kommen wir zumindest in diesem Video letzten Bild. Und zwar dieses hier. Ich bin mir sehr sicher, dass es von Smash ist. Ja, Smash war doch von dir, ne? Weil da habe ich auch keine Bezugsdaten mehr, von wem das war. Aber es sieht schon echt cool aus, oder? Es könnte auch jemand anderes sein, der einfach Dummbabbler entweder auf dem offenen Mund stehen hat, im offenen Mund, oder auf seinem geschlossenen Mund, auf seinem krassen Bart. Batman oder sowas hat da irgendwie einfach der Dummbabbler draufstehen, weil Batman ja auch für mich Werbung macht, ist klar. Beziehungsweise Robin halt, ne? Die rote Auge-Geschichte. Passt. Sehr, sehr schön. Den Fanarts sei generell gesagt, ihr könnt jederzeit welche einsenden. Ich werde die Fanarts einfach dann immer vor den Videos kurz einblenden. Ne? Immer wenn ich sage, hey, genau, es geht bei euch ab, sieht man einfach kurz das Fanart und dann sieht man die richtige Folge eben, ja. Da in den E-Mails jetzt nicht drin stand, dass ich irgendwas verlinken soll oder wie auch immer, werde ich euch einfach alle nennen und dann eben unten aufführen und die Links zu denen, die ich finden kann, auf jeden Fall auch reintragen. Aber ihr könnt ruhig hier in die Kommentare reinschreiben, kannst du das und das von mir verlinken, dann ändere ich das. Vielen Dank für euer Engagement. So engagiert wie ihr, gibt's nicht viele Leute auf der Welt, ne? Jetzt auf jeden Fall mal für jedes Bild mindestens einen Daumen nach oben geben, jeder von euch. Also wie viele Bilder waren's? 10, 20 oder sowas? Auf jeden Fall mal fett die Daumen nach oben geben. Ich raste aus, Kinder.